Hallo Noxi, wie geht's dir? Freut mich, dass du da bist. Was machst du? Was hast du? Hast du schon Abend gehabt? Das wollte ich eigentlich sagen. So, kommst du, Taya? Komm, ich soll dich nach Hause bringen. Ich bin ein Babysitter. Ich hätte bekommen viel zu wenig Geld dafür. Warte mal, der wohnt doch. Der wohnt hier? Nein, ich dachte, der wohnt da hinten. Sag hier. Da wären wir. Trautes Heim, Glück allein. So ist es. Ob es ein Heim glücklich macht? Ob so ein Heim glücklich macht? Ach so. Oh je, zum Glück muss ich hier nicht wohnen. Oh, frech. Naja, aber mein Zuhause ist mein Zuhause. Auch wenn es erbärmlich ist. Das Aber ist richtig. vielen Dank. Ich hätte sie vermutlich auch alleine gefunden, aber es wäre anstrengend gewesen. Du bist die ganze Zeit gerannt. Wie kann das anstrengend gewesen sein? Miso-Suppe, bevor ich es vergesse. Hier ist deine Suppe. Oh, stimmt. Die Suppe von Kay. Mann, ich habe ewig nichts Warmes mehr gegessen. Okay, sieht echt lecker aus. Vermutlich ist es schon kalt. Vermutlich ist es schon kalt. Du scheinst gute Erinnerung daran zu haben. Welche Erinnerung? Der hat gerade auf diesen nicht mal 20 Meter Weg vergessen, dass er noch seine Suppe hat. Iggy, was ist das für eine Erinnerung? Okay. Kann man wohl sagen. Vor meiner Verletzung war ich jeden Abend auf Ach einer so, ja, Suppe und stimmt. ein Sandwich bei Kay. Egal wie schlecht der Tag war oder wie leer meine Taschen waren, solange ich mein Essen und mein Bier hatte, ging's mir gut. Die ganze Last ist abgefallen. Oh, Und da war ja ehrlich was. gesagt, habe ich mich ewig nicht so gefühlt. Okay. Bis jetzt. Deswegen ist das wirklich toll. Vielen Dank. Ja, du, kein Problem. Viel Glück da draußen. Hat mich sehr gefreut. Ebenso. Ich habe hier nicht viele Verbindungen. Jedenfalls nicht mehr. Es Ja. ist schön, eine echte Freundschaft zu haben. Wir sind keine Freunde. Danke. Heile 200 Schaden. Nice. Ich bin Level 3. Warte mal, wir haben Skillpunkte? Wir haben Skillpunkte? Ach du Scheiße. Für jeden Schufa-Schick erhältst du einen Skillpunkt. Jeder Skillpunkt schaltet eine Herausforderung frei. Schließe diese ab, um einen Skillpunkt zu erhalten, mit dem du den Skillrang erhöhen kannst. In der oberen Reihe siehst du die Einsteiger-Skills. Die Reihe darunter sind so lange gesperrt, bis du die minimale Anzahl an Skillpunkten in dieser Kategorie ausgegeben hast. Das hört sich doch. Wie komme ich hier rüber? Oh mein Gott. Forschung, was haben wir hier? Astrodynamik, Geologie, Medizin, Forschungsmethoden, Analyse. Ich will eigentlich, kann ich ja irgendwie. Aha, ach so. Ach, das sind da, die haben wir doch schon mal gelernt. Skills brauchst du, weiß ich nicht. Also bestimmt brauche ich die. Ich habe mir das Spiel Action gestern geholt, dann hatte ich Herzbluten, dass das Spiel absolut scheiße ist, weil 70 € sind echt nicht wenig. Und hatte Angst, dass das Spiel einfach beschissen ist. Aber bisher gefällt's mir. Handel, Gastro, was? Überzeugen, plündern, Dieb. Ich will Boxen, Fitness, Leichen und Gewicht heben. Okay, aber wo, hast du das Spiel auch schon gespielt, Noxi? Oder siehst du das Spiel auch zum ersten Mal so an sich? Soll ja voll gut. Ja, tatsächlich. Also ich bin komplett überfordert mit der Größe dieser Stadt hier. Die ist riesig. Also, warte. Wir wollen hier weiter gucken. Kann ich dir jetzt actually sogar kurz zeigen? Das ist die Welt, wo ich gerade bin. Also in Jamison, in New Jersey. Nee, nicht New Jersey. Keine Ahnung. Wie heißt die Welt? Wo steht das nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Egal. So, raus hier. So, das ist das Sonnensystem. Dieses, von diesen, wie sage ich denn jetzt dazu? Ja, das ist das Sonnensystem. Von diesem Abbild. So, Punkt. So, da gehe ich noch eins raus. Das ist das erste. So, da habe ich hier noch eine Galaxie. Ach, von der Galaxie, das war das ein. Hier ist noch eine Galaxie da, 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 da. Und dann scroll ich noch ein bisschen raus. Dann habe ich dieses schöne Bild und kann dann hier noch hin, hier runter irgendwo, hier oben und so weiter und so fort. Also, das ist riesig. Aber es ist nicht so riesig wie No Man's Sky. No Man's Sky ist einfach von dem, was Weltall betrifft und dies, das, dass du auf Planeten raufliegen kannst, wesentlich schöner. Wesentlich schöner, ja. Aber im Großen und Ganzen macht Spaß. Ich bin gespannt. Ich bin jetzt bei meiner fünften Spielstunde. So, actually wollte ich jetzt aber nochmal in den Fähigkeiten gucken, weil eigentlich
brauche ich Dietrich hier, damit ich in diese eine Wohnung reinkomme. Und ich weiß aber nicht, wo genau ich die Wohnung finde. Persönliche Laserwaffen sind in den besiedelten Systemen weit verbreitet. Durch eine spezialisierte Ausbildung kann ihre Effektivität stark gesteigert werden. Forschung ist mir egal, Technologie ist mir egal. Soziales, achso, ich kann ja auch physisch, was ist denn? Ah, okay, das ist das Schleichengewicht, Wohlbefinden. Okay, aber das mit dem Plündern, das ist, ich hätte ganz gerne tatsächlich irgendwas, wo ich Dietriche bekomme. Vielleicht bekomme ich die irgendwo, aber ich weiß nicht wo. Es gibt, ich lasse erstmal die Skillpunkte so, wie sie sind. Ich werde jetzt noch nichts machen. Genau. Das lasse ich jetzt erstmal so und gucke erstmal, wie ich jetzt weiterkomme. Aber das verstehe ich nicht. Ich habe doch diesen Kasten da oben schon aus und ich muss in diese eine Wohnung rein, wo ich gerade nicht reinkomme. Ich bin ein bisschen überfordert mit diesem Spiel und so viele Questen. Und habe ich die unten schon abgeschlossen? Ich weiß es nicht. Ja, die sind schon abgeschlossen. Ach, das sind abgeschlossene Questen hier unten. Okay. Wäre schön, wenn das hier stehen würde. Damit ich auch selber für mich weiß, dass sie abgeschlossen sind. Wechselspannung. Fahre den Verteilerkasten. Das habe ich doch getan. Verschaffe dir Zugang zur Wohnung. Das bringt mir noch nichts. Sprich mit Agent. Wir machen erstmal die Quest. So, ich weiß nicht, ob du so lange noch dabei bist, bis ich mal hier wieder rausfliege. Weil ich bin seit einer Stunde gefühlt, oder anderthalb Stunden, nur auf diesem Planeten. Weil es gibt hier so viel zu sehen, so viel zu entdecken. Es gibt so lange Dialoge, das ist echt extrem. Bin ich gemutet, ne? Andere Frage. Ist meine Lautstärke so okay oder müsste ich lauter werden? Oder müsste ich mich lauter stellen? Ich rede schon wieder zu viel, Entschuldigung. Ich rede einfach schon wieder zu viel. Nein, sonst super. Ja, wie geht's dir? Wie war dein Samstag? So, ich soll da hinten jetzt die Fahrstuhl anscheinend nutzen, aber warum? Und wo soll ich hin? Verteidigungsforschung, medizinischer Dienst, Aegis. Okay, das hört sich doch schon mal interessant an. Aber was mir halt hier aufgefallen ist, ich war in dieser Stadt und hatte 20 FPS. Ich hatte 20 Frames per Second. Das war hart. Es geht mittlerweile. Über weitere Einzelheiten unserer Arbeit darf ich leider nicht sprechen. Das ist absolut okay für mich. Wir sprechen trotzdem mal kurz, ne? Weil ich soll mit dir sprechen, auch wenn ich das ungern würde wollen. Natürlich bist du hier jederzeit willkommen, so wie jeder andere auch. Aber vergiss nicht, du wirst überwacht. Das ist schön, ich hasse Überwachungen. Du heißt Platon. Nein, meine Eltern wären nie so anmaßend gewesen. Jeder Agent bei Aegis kann ein Pseudonym wählen. Okay. Das natürlich genehmigt werden muss. Und ich habe mich dafür entschieden. Seitdem ist mir klar geworden, dass ich nicht ganz so klug bin, wie ich früher dachte. Ist wahrscheinlich niemand von uns. Das denke ich auch. Was ist Aegis? Wir sind der Geheimdienst der United Colonies. Also nein, Stasi. Security Ach so. Reagiert auf Bedrohung. Aegis verhindert, dass sie überhaupt erst entstehen. Okay, was machst du hier? Ich bin der Leiter von Aegis, der Geheimdienstabteilung im MAST. Ich beaufsichtige unsere Projekte und die Agents im Einsatz. Weitere Einzelheiten kann ich dir aber leider nicht nennen. Ja, das hört sich ja... Was kannst du über Aegis? Ich will nichts mehr wissen. Ich will was abholen. Du machst jetzt Routinearbeit, Captain? Das ist ja eine schöne Belohnung für ein Mitglied der Vanguard. Okay, ich weiß nicht, ob das so schön sein soll. Da habe ich mich gemeldet. Kein Job ist mir zu minder. Ich brauche Credits dringend. Interessant. Sparst du für ein neues Heim oder hast du vielleicht Glücksspielschulden? So, nein, wenn als ob. Ich finde es lieber selbst heraus. Mach das. Wie auch immer, kommen wir zur Sache. Wir glauben, einer unserer Übergabepunkte ist aufgeflogen. Schade. Darum möchte ich, dass jemand von der UC Security die Sache übernimmt. Mhm. Bring das Paket zu Sergeant Yumi. Er wird es als Beweis aufnehmen, bevor es wieder zurück zu Aegis kommt. Das sollte absolut klar gehen. Später vielleicht. Also manche Antworten sind einfach super dumm. Es gab auch schon andere Antworten, die waren einfach wow. Was meinst du mit aufgeflogen? Wir gehen davon aus, dass andere Gruppen Bescheid wissen und so unsere Agents enttarnen können. Da das Paket sich bereits dort befindet, können wir die Sache nicht einfach ignorieren. Damit uns keiner auf die Spur kommt, muss es jemand von außerhalb von Aegis geschafft. Okay, das ist ja wow. Warum hast du auf ein persönliches Treffen bestanden? Ich habe dir am Sergeant gesagt, dass ich die Person für diesen Job zuerst erzählen will.
ist nichts Persönliches. Diese Art von Antrag ist man neu verwendet. Das ist absolut richtig. Okay, das kann ich auch absolut nachvollziehen. Okay, alles klar. Sag mir nur, wo ich es abholen soll. Ja. Das hört sich doch gut an. Dann, was ist in dem Paket? Das würde er mir wahrscheinlich nicht sagen, ne? Du musst eigentlich nur wissen, dass wir den Bürgern dienen und die Guten sind. Unser Hauptanliegen ist die Sicherheit der Bürger und des Besitzes der United Colonies, wo immer sie auch sein mögen. Wir behalten, naja, alles im Auge. Ich weiß ja nicht, ob Beobachten eine gute Tat ist. Ich möchte mich ganz gerne nicht beobachten lassen von irgendjemandem. Muss schwierig sein, über so wenige Dinge reden zu können. Man gewöhnt sich daran. Und es macht die Situation, in denen man es kann, noch bedeutungsvoller. Meinst du? Okay, dann würde ich sagen, ja. Viel Glück mit der Mission. Danke. So, wir müssen ins, ich hab's vergessen, zum Glück haben wir einen Marker, wo wir ja hin müssen. Ja. Zum Glück haben wir einen Marker. Sonst, ja. Theoretisch könnte ich auch diese Cam auslassen, weil so viele Sachen, die hier sind, wo ich mir immer die Cam ausmache, brauche ich eigentlich die Cam gar nicht. Genau. Wollte ich das sagen? Ich glaube ja. So, Raumhafen. Da müssen wir jetzt hin. Kommen wir vielleicht jetzt da rein, wo wir rein wollen? Vielleicht. Ja doch, Packstelle, ne? Das müsste doch da sein, wo wir was für Dingsblock besorgen sollen. Mir juckt die Nase. Ach nein. Ist das hier draußen? Besorge das Paket. Da ist kein Paket. Bin ich doof? Inhalte stehen im Lehrling. Ich soll doch hier hin, ne? Okay, manchmal bin ich super verwirrt, was das angeht. Sergeant Jimmy hat mich wegen der Personalmangels darum gebeten, als Teilzeit-Security-Officer zu arbeiten. Ich sollte beim NAST einen gewissen Agent Platen treffen, der mich dann bat, in der Nähe der Haltestelle ein Paket abzuholen. Ja, schön. Da steht aber kein Paket. Genau das sind solche Sachen, die ich meine. Das verwirrt mich mega. Ich soll ein Paket abholen. Es zeigt mir an, wo ich es abholen soll, aber da steht nichts. So, why? Oh, schön. Wir haben ja hier noch, ne? Sprich mit dem Wissenschaftler beim Baum. Der weit weg. Achso, ich soll mit der Gedöns-Schiene wieder fahren und so. Geht das? Bitte. Nein, schade. Wir gehen mal zum Baum. Da soll irgendeiner sein, mit dem sollen wir auch sprechen. Gut. Ich habe Hunger. Nicht so gut. Ich habe Chips. Vielleicht hole ich mir die. Ich war heute einkaufen. Ich kaufe immer knapp für 30 Euro ein, damit ich. Ich kaufe immer so ein. Das hat sich irgendwann für mich so als Gewohnheit ergeben. Den gleichen Einkauf, den ich immer tätige, hat mich heute 50 Euro gekostet. Und das war nicht mal viel. Ah, jo, stark. Das war Subi, das hat mich gefreut. Hallo, wer bist du? Kelton Frosch. Ich soll mit dir sprechen. Gott, bist du. Tut mir leid, ich darf nicht abgelenkt werden. Ich muss den Grund gehen. Stimmt was nicht? Du klingst besorgt. Ja, besorgt ist eine Untertreibung. Ich arbeite für die Wissenschaftsabteilung des MAST. Ich studiere diesen Baum schon seit einer Weile und es gibt besorgniserregende Anzeichen. Bist du mit diesem speziellen Exemplar vertraut? Sowieso. Ist dir seine Wichtigkeit bewusst? Na klar. Ich habe viel zu tun. Wenn du einfach nur gaffen willst, verschwinde bitte. Solltest du mir aber tatsächlich helfen können, wüsste ich das zu schätzen. Normalerweise würde ich Fremde nicht einfach um Hilfe bitten, aber diesmal ist wohl eine Ausnahme nötig. Wärst du bereit, zusätzliche Daten für mich zu beschaffen? Ich bin gerade ziemlich beschäftigt, nein. Wenn was für mich dabei rausspringt, bin ich dabei. Ein Söldner, was? Ja, klar.
Wir finden bestimmt eine Lösung. Also, bist du dabei? Immer, klar. Oh, danke. Das kam jetzt unerwartet. Ich habe eine Reihe von Biosensoren an verschiedenen Orten in New Atlantis aufgestellt und alle so kalibriert, dass sie passende Daten sammeln. Sie laufen schon so lang, dass es Zeit wird, die Daten abzuholen und zu analysieren. Wenn du sie mir bringen könntest, würde mir das eine Menge Zeit sparen. Kein Problem, machen wir. Ja, vor allem, ich weiß nicht, ob du politisch bisschen, oh Gott, politisch bisschen unterwegs bist oder ab und zu mal Fernsehen guckst und so, dann siehst du, oh Scheiße, was haben die da für Prozente? Weiß ich nicht, möchte auch jetzt ungern politische Sachen hier mit hineinbringen. Aber wenn ich mir so angucke, dass die Juden Blauen bei 25% liegen, denke ich mir so, jo, das wird ein schönes Deutschland. Gut, ich soll das mitnehmen, ne? Das ist kein Diebstahl. Okay, gut, hier ist keine Polizei, alles klar. So, und die Christlichen, weil jetzt schon fast bei 90% sind, das die nächste Zeit wird sehr schön. Mehr will ich dazu auch gar nicht sagen. Die nächste Zeit wird sehr, sehr schön. Und das war gerade absoluter Sarkasmus, bevor man es falsch versteht. Was ist das hier eigentlich für ein Riesending? Nee, da möchte ich jetzt nicht durchgehen. Das sieht mir so groß aus. Ach, Mann, lass mich... Hallo. Danke. Bekomme ich Fall damit, wenn ich ins Wasser springe? Nein. Okay, nice. So, da hinten ist das Nächste. Wir sagen wieder einfach mal alles. Ja, das haben wir ja schon, ne, Master Streak. Das haben wir doch. Ja, das haben wir schon. So. Oh Gott, wir wollten heute eigentlich auf dem Biohof. Also meine Oma hat mich gefragt, ob wir heute auf dem Biohof fahren wollen. Meinte ich so, klar, why not? Weil meine Cousine da arbeiten war. Waren wir so da. Hab sie gefragt, ja, wo ist denn hier, wo gibt's denn hier irgendwas? Fleisch und so, ne, auf dem Biohof. So richtig provokant. Da waren ja auch ganz viele Veganer und dies, das hast du nicht gesehen und Vegetarier und so weiter. Ich so zu meiner Oma ganz laut. Gibt's ja eigentlich auch Bratwurst und so? Irgendwas zu melden? Haben alle so dumm geguckt. Sorry, das war. Jo. Ich kann die Kamera aber wieder anmachen. Das war lustig. Ohne Witz, das sieht aus wie ein Spermium. Jetzt mal no joke, da vorne ist dieser Kopf und da dieser Schwanz. Das Ding sieht aus wie so ein Spermium. Wir sollten nicht weiter drüber nachdenken. Definitiv nicht. Ich soll mit der Dings fahren. Genau. Geschäftsdistrikt. Fahren wir doch einfach mal dahin. Mal gucken, wo wir ankommen. Ich habe immer noch, und ja, ich habe da, ihr seht da gar nicht, doch, ihr seht da, ich habe da zweimal die gleichen Federtaschen, nur in verschiedenen Farben, weil die eine komplette Buntschriften ist, wegen Kunst und so weiter, und die andere brauche ich für normales Zeug. Das habe ich letzte Woche, ultra genervt, dass da alles drin war, die Federtasche war voll, ich konnte nichts weiter reinpacken und ich musste mal alles reinquetschen. Das ging mir so auf den Nerv, dass ich gesagt habe, so, jetzt brauche ich noch eine Federtasche. Ich soll mit dir sprechen, wer bist du? Hey, suchst du auch nach Eiern? Was war was? Gefunden, aber ich will sie alle vor den anderen finden. Was für Eier? Sagst du mir, wenn du welche siehst? Ich habe zwei. Willst du haben? Okay, das war falsch. Klar, ich gebe dir Bescheid. Ich suche nach Biosensoren, nicht Eiern. Okay, wenn ich sowas sehe, sag ich's dir. Und du sagst mir, wenn du Eier findest, ja? Was? Miss Seng im UC-Vertriebszentrum hat mir das eine abgekauft und gesagt, sie würde auch noch mehr kaufen. Ich kann die Credits brauchen. Das, ich auch, ne? Also so ein Raumschiff kostet mal so um die eine Viertelmillion, also... Ich könnt's auch gebrauchen. War ich da schon mal drin? Was ist denn das hier? Oh Gott, die droppen die FPS. Whetstone? Okay. Ah, hallo, wer bist du? Willkommen im Whetstone. Hallo. Wenn du das beste Fleisch in den besiedelten Systemen suchst... So viel dazu. Werden auf allen eure Gerichte aus lokalen Erzeugnissen hergestellt? Du machst wohl Witze. Immer. Ich habe einen exklusiven Vertrag mit der Handelsaufsicht. Alara. Das kommt alles von anderswo. Und nein, ich verrate dir nicht, woher. Okay. Was hat das mit dem Namen Whetstone auf sich? Tja,
Tja, mit Wetzsteinen werden Messer geschliffen und geschärft. Messer, die die köstlichsten Steaks der besiedelten Systeme schneiden. Und hier im Whetstone bieten wir kulinarischen Feinschliff. Wenn du das perfekte Steak suchst, bist du hier genau richtig. Jetzt habe ich auch Bock auf ein Steak. Es hat mir Hunger gemacht. Ich würde mir gerne die Karte ansehen. Gerne doch. Das glaube ich. Wo gibt's denn hier Steak? Das ist ein Pfirsich. Das ist eine Orange. Das ist das. Yeah. Das sieht ziemlich eklig aus, das Fleisch. Sieht aus wie ein Elefantenrüssel oder so. Oh doch, sieht ganz toll aus. Aber ich will nichts. Danke, ciao.